wieder gepackt. Jetzt voll hier in eine Baustelle reingefahren. Oh, mal ehrlich. Ich freue mich. Ja? Nein? Mal so bergab und bergunter und wieder berghoch. Bergab und bergunter. Ja, guten Morgen. Heute ist der 29.07. Die Sachen sind wieder gepackt. Ich fahre jetzt zur Unstrut. Muss ich mal gucken, wo es da lang geht. Und dann fahre ich den Unstrut-Radweg Richtung Sachsen weiter. Gefrühstückt habe ich hier. Es gab ein Brötchen und einen Kaffee. Dann musste ich mir nicht mal selber kochen. Okay, ich habe auch diesmal nichts geplant. Ich kann ja auch nicht. Woher sollte ich? Passt ja alles nicht mehr, weil ich gestern abgebrochen habe. Na gut, ich mache mal los. Oh. Den Weg bin ich jetzt hier hochgekommen. Und dann fahre ich in die Richtung. Ich hoffe, dort wird es platter. Und da hinten an dem See, ich weiß nicht, ob ihr seht, da habe ich übernachtet. Ja, das erste Mal wieder außer Puste. Ist das schön, die Landschaft. Sieht man die Störche? Wahrscheinlich nicht. Da sind drei und da am Weg ist noch ein. Mal sehen, ob wir den jetzt erwischen oder ob der wegfliegt. So, ich bin jetzt voll hier in eine Baustelle reingefahren. Ich hoffe, ich komme hinten heil wieder raus. Oh. Baustelle geschafft. Also, mal ehrlich, das war eine Holterpiste. Aber keine Umleitung und nichts. Also man musste hier lang. Und ich denke mal, die haben hier auch offen gelassen, damit die Fahrradfahrer hier wieder rauskommen. Okay, ich fahre mal weiter. Bin jetzt hier die Strecke gefahren, bin jetzt hier. Das ist jetzt, ich muss jetzt hier rüber nach Altengottern und dann bin ich direkt an der Unstrut am Radweg hier. Okay. Ja, und da ist sie jetzt. Die Unstrut. Fließt da lang in die Saale und ich fahre auch in die Richtung. Also flussabwärts. Das sind meistens die wenigsten Höhenmeter flussabwärts. So, jetzt muss ich noch hier hoch und dann habe ich einen Unstrut-Radweg. Super. Ich freue mich. Das ist jetzt übrigens hier Altengottern. Und der Himmel, der sieht nicht richtig schön aus, ist bewölkt. Aber in die Richtung sieht es besser aus. Okay, dann muss ich mal Gas geben. So, da haben wir den Unstrut-Radweg. Mühlhausen, von da komme ich. Aber halt nur so 300 Meter. Und nach Bad Langensalza, in die Richtung sind es 11 Kilometer. In die Richtung muss ich. Ja. Ich glaube, ich setze meinen Helm ab. Das ist der Wartburg-Hainisch-Kreis. Welterberegion Wartburg-Hainisch. Ja, ich will mich mal nicht so lange aufhalten, es ist schon spät. Ich bin ziemlich spät losgefahren. Das hier ist jetzt nicht die Unstrut. Das ist irgend so ein Bach. Was soll der denn? Boah.
seht ihr, dass der Himmel so richtig schön dunkel wird. Da hinten ist er noch hell. Ich sehe mal zu, dass ich hier vorwärts komme. So, da sind wir wieder an der Unstrut. Es ist bewölkt überall, aber es hat noch nicht geregnet. Navi ist wieder verwirrt. Das wollte mich unbedingt nach Bad Langensalza führen. Jetzt soll ich wieder wenden. Hier geht's nach Nagelstedt. Der ist viel schöner als in der Innenstadt von Bad Langensalza. Also bisher richtig schöne Radwege. Ab und zu mal eine Baustelle oder ein Baum runtergefallen, aber richtig schön. Ich hoffe, das ist richtig. Ja. So, ich bin jetzt in Nagelstedt. Nagelstedt ist Großbaustelle. Da führt der Unstrutradweg in eine Sackgasse. Da geht es nicht mehr weiter. Also man muss dann versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Das mache ich gerade hier. Ich fahre jetzt hier über die Unstrut. Auf die andere Seite. Und auf der nächsten Metallbrücke dann wieder hoch auf die normale Strecke wieder. Also hier bin ich jetzt. Und dann fahre ich hier links. Und fahre dann hier wieder drüber und bin wieder auf Strecke. Nein? Warum nicht? Ja? Nein? Okay. Die Wege bis Nagelstedt waren ja super, aber hier jetzt danach, das ist ein bisschen holprig, aber landschaftlich sehr schön. Ich bin jetzt hier in Herbstleben, habe jetzt mal hier die Sparkasse geplündert.
und es ist 2:30. Jetzt so richtig anstrengend. Ich musste hinter Herbstleben eine ganze Zeit lang den Berg hochfahren und das mit Gegenwind und Gegenverkehr. Das war kreuzgefährlich, weil das war so eng die Straße, dass ein Auto und ein Fahrrad gerade so aneinander vorbeikamen und rechts und links war eine richtig tiefe Kante. Ja, und in Gebesee angekommen, hat mein Navi gesagt, wir sind am Ziel. Keine Ahnung, wie es da drauf kommt, weil wir müssen ja noch bis nach Sommer da. Aber jetzt bin ich hier auf dem Damm. Das wollte ich euch eigentlich zeigen und nicht bloß meckern. Guckt mal. Wie uns gut. So, wir fahren jetzt ein Stück weiter. Ich bin so fertig. Ich bin schon wieder die ganze Strecke oder eine lange Strecke die Straße hochgefahren. Oh, und ich weiß gar nicht, wo ich bin. Irgendwie fahre ich jetzt in Richtung Semmer da. Helmut sollte mal gucken, ob er dort eine Unterkunft findet. Aber der findet irgendwie nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Nacht schlafen werde. Und ich habe so die Schnauze voll, ich möchte das Fahrrad wegschmeißen und mich hier irgendwo in die Büsche schlagen. Aber kann ich sowieso nicht schlafen, weil ich da viel zu viel Angst habe. Naja. Ausgiebig Rast gemacht. Ich bin hier in Werningshausen. Ich habe jetzt mal so ein paar Pensionen und so abgegoogelt. Ich habe nichts gefunden. Also Helmut hat vollkommen recht. Ich habe mir jetzt ein Hotelzimmer gebucht. Egal. Ich will heute nicht auf dem Campingplatz, ich will mal einfach in einem Zimmer schlafen. Kostet zwar ein bisschen was, aber es geht noch. Okay. So, dann auf Richtung Sommer da jetzt. Gut, dann bis später. Die Klosterkirche St. Wigbert. In Werningshausen. So sind doch die Wege sehr schön. Und ich glaube, hier ist sogar der Unstrut wieder. Da werden wahrscheinlich aus meinen geplanten 8 Etappen 9er. Weil das schaffe ich dann nicht. Ich fahre jetzt nach Sommer da. Übernachte dort. Der nächste Punkt wäre, glaube ich, Artern mit 45 Kilometern. Und bis Naumburg sind es dann noch einmal 33 Kilometer. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekomme. Ich habe ja eigentlich einen Campingplatz für morgen Abend in Naumburg. Es wird sportlich. Mal gucken. Also für heute bin ich aber fertig, da bin ich durch. Passiert nichts mehr. Also, wie gesagt, der Pleiseradweg am Anfang, wo ich eingestiegen bin, in Alten Gottern, super, wunderschön. Und dann aber nach Nagelstedt ging es dann so ein bisschen naturbelassen weiter mit Schotter und ziemlich lockeren Schotter, wo man auch aufpassen musste, dass man nicht fällt. Und halt immer mal so bergab und bergrunter und wieder berghoch. Bergab und bergrunter, nee. Berghoch, bergrunter. Bis Herbstleben und ab Herbstleben Feierabend. Keine Unstrut mehr, nur noch Straße. Und fast lebensgefährliche Straße. Nee, das muss ich nicht haben. Das hier schon. Ich bin in Sommer da. Hier unten ist die Unstrut. Und hier eine Kanuanlage.
Und hier geht's zur Innenstadt und zu Hotels, stand da unten. Ich hoffe, ich finde meins auch. So finde ich das schön. Herrlich. Na gut, ich fahre mal weiter. Ich muss unter die Dusche. Ich bin in einem Hotel untergekommen heute. Ich habe gedacht, ich gönne mir das einfach mal. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Natürlich liegen hier schon meine Klamotten rum. Eine Ablage, da hinten nochmal ein Tisch. Weiß nicht, wozu das ist. Kann man sich verstecken. Fernseher, Boxspringbetten und ein Bad. Ich habe Wäsche gewaschen. Mit ebenerdiger Dusche. Allerdings kommt hier kein Rollstuhlfahrer hoch. Aber trotzdem modern. Super. Preis sage ich nicht. Nee, so schlimm war es nicht. Okay. Oh, Fazit vom heutigen Tag. Es war anstrengend. Es war echt anstrengend. Vor allen Dingen wegen dem Gegenwind. Der unsere Radweg, den ich gefahren bin, jetzt in dieser Etappe, hat viele schöne Seiten. Aber auch viele, also einige, nicht viele, einige schlechte Seiten. Zum Beispiel diese Straßenfahrten direkt auf der Straße ohne Fahrradweg, berghoch mit Kante und so eng, dass nicht mal ein Auto kaum, also dass ein Auto kaum vorbeikommt. Also das finde ich kreuzgefährlich. Aber ansonsten, solange wie es an der Unstrut lang geht, wunderschön. Ja, das Schlimme war halt dieser Gegenwind. Ich habe gekämpft wie bekloppt. Zu den anderen Touren vorher habe ich noch gar nichts groß gesagt. Da muss ich mal gucken, welche Touren ich ausgelassen habe mit dem Fazit. Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich alles schön. Die erste Strecke habe ich, glaube ich, das Fazit gemacht. Bei der zweiten glaube ich auch. Der Weserradweg hat mich genauso geschafft. Auch Gegenwind. War aber wunderschön. Wo war ich noch? Hannover-Schmünden. Eine sehr schöne Stadt. Und dort bin ich ja dann meine 1, 2, 3, 4. Etappe gestartet bis nach Eschwege. Also der Werratalradweg auch sehr schön. Durch die Umleitung, weil da eine Brücke gesperrt ist, bin ich natürlich irgendwie mal auf einen Radweg an der Straße lang gekommen. Aber es war halt ein Radweg. Weg. Und dann ging es halt ab und wieder durch die Natur. Wunderschön. So, und von Eschwege bin ich dann, wollte ich eigentlich nach Ebeleben. Da bin ich den Unstrut-Werra-Radweg gefahren. Das war am Anfang die größte Katastrophe. Also wirklich war. Voll die Schotterpiste, dann Berge, wo man mit dem Fahrrad gar nicht fahren konnte. Da musste ich das Fahrrad hochschieben. Also das, die ersten Kilometer, so, das war so eine Katastrophe. Da habe ich wirklich gedacht, mich haut's hin. Danach ging es aber dann. Also dann war es eigentlich ganz gut. Dann ging es auf Schotterwegen weiter. Und irgendwann wurde das dann aber auch Asphalt. Dann war alles gut. Aber Steigungen ohne Ende. Ein Brett nach dem anderen. Ich bin 32 Kilometer, glaube ich, gekommen bis Mühlhausen. Da war ich platt, da war mein Akku platt und ich hatte keinen Bock mehr. Und ich bin nicht mal bis Mühlhausen gekommen. Ich habe vorher Schluss gemacht und bin zum Campingplatz. Wie hieß das? Palumaland oder so? Muss ich nochmal googeln oder gucken, wo ich war. Also das war ja, also man ist freundlich begrüßt worden, man ist gefragt worden, was man haben möchte, wo man was haben möchte. Wenn man Fragen hat, soll man wiederkommen. Es gab da ein Bistro, wo man was essen konnte. Das war nichts Besonderes, aber es war was zu essen da. War richtig schön. Habe sogar noch einen Kaffee gekriegt zum Frühstück. Das hat man auch selten. Ja, und heute bin ich dann halt, wie gesagt, den Unstrut-Radweg gestartet. Erst musste ich ja über Land fahren, um überhaupt an die Unstrut zu kommen. Das ging alles super. War alles gut. Und dann an der Unstrut lang, habe ich ja gerade gesagt. Ja, ich denke, da habe ich jetzt alles dazu gesagt. Wenn was fehlen sollte, da ergänze ich das mal noch. Okay, ich lege mich jetzt lang. Ich gehe in die Waagerechte und morgen früh geht es dann weiter am Unstrut-Radweg Richtung Artern. Ich hoffe, ohne Wind. Macht's gut, gute Nacht.
GoPro-Aufnahme stoppen. GoPro-Aufnahme stoppen.